Harry sagt Hallo und guten Tag zum aktuellen Wetter heute am 24. Januar 2022 in Maspalomas. Ja, und ich beginne hier an der Charka aus zwei Gründen. Erstmal die wunderschönen Lichtverhältnisse und Spiegelungen hier. Und um ein ganz klein bisschen Überblick zu kriegen hier. Ein Geschnatter und Gepiepe gewesen gerade hier am Palmenhain. So, jetzt geht's Richtung Meer. Man hört auch, ich weiß nicht, ob man das hier mitkriegt, das Meeresrauschen doch sehr stark. Ja. Immer wieder ein anderes Bild am Morgen. Man hat ein bisschen Regen vorher gesagt. Mal sehen, ob das auch zutrifft. Die aktuellen Wetterdaten gibt es gleich vorne am Wasser. So, wir haben jetzt 7 Uhr und 40 Minuten. Die Temperaturanzeige 16 Grad und es sind sogar schon Wassersportler wieder hier tätig und unsere Gemeinde ist auch dabei, alles wieder in Ordnung zu bringen. Ich sehe 1, 2, 3 Fischerboote draußen, eins ganz hinten und hier vorne. Hier sind zwei. Ja, wieder wunderschöne Wellen. Fünf Personen sind da draußen im Wasser. Und der eine hat sich schon erwischt, die Welle. Und ihr seht wieder das Wolkenband, was sich hier vorne langzieht. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Sonnenaufgang. 7.52 Uhr ist der Aufgang. Dann haben wir um 18.36 Uhr den Sonnenuntergang und im Moment kommt schon wieder so ein schönes Farbspiel hier zustande. Die Luftfeuchtigkeit um 75%, schwacher Wind heute um die 8 bis 12 Stundenkilometer. So, und hier ist auch gerade einer angekommen, ein Stand-Up-Paddler. So, ja, das ist jetzt die Situation hier vor Ort. Und mit dem Sonnenaufgang rechnen wir so in 8-9 Minuten. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt geht es erstmal hier in diese Richtung, Richtung Punta de Maspalomas. An dieser Stelle
immer die Fragen, das mache ich dann heute zur Realität. Die Frage war, wann ist die beste Zeit, um hier Urlaub zu machen, hierher zu kommen? Und dann war die nächste Frage, hier leben oder Urlaub machen am Monte Leon. Monte Leon, das ist der Berg hier. Leben und Wohnen am Monte Leon. Ich zeige es euch dann, wenn ich ihn sehe. Der ist hier drüben. Und das werden wir dann heute in der Realität ein bisschen besprechen. Es gibt ja auch vielleicht Meinungen dazu von Menschen auf dem Kanal oder im Kanal, die Erfahrungen gesammelt haben, können sich gerne dazu äußern. So, nochmal der Blick hier auf unsere Fischer hier auf den zwei Booten, die ganz nah beieinander sind. Ja, wunderschöne Wellen heute Morgen und unser Paddler hat es geschafft, er steht auf seinem Board. So, und ich bin jetzt hier an der Punta de Maspalomas. Steine versperren den Weg. Ich habe schon gesehen, dass es wieder weniger Sand wurde, beziehungsweise dass viel Sand abgetragen wurde. Es gibt eine riesige Schräge, ich zeige sie euch auf dem Rückweg. So, ich mache jetzt auch hier kehrt mit dem Sonnenaufgang. Das sieht so aus, irgend hinter dem ersten, zweiten Wolkenband ist gerade die Sonne verschwunden, also sie kam noch gar nicht richtig raus. Wir werden sie gleich sehen. Hier schaut euch dieses wunderschöne Wolkenband an, geht hier quer rüber. So, und jetzt verfolgt mich auch schon der LKW. Nein, der verfolgt mich nicht, der fährt jetzt hier nach oben. Die leeren die Abfalleimer aus. Ja, und hier ist der Monte Leon. Ich zeige ihn euch jetzt, wenn der LKW vorbei ist. Ja, man kennt sich mittlerweile hier am Strand. Hier, das ist genau jetzt oberhalb vom Hotel Rio Palas, da seht ihr Monte Leon, da gibt es Bajo und Arriba, also unten und oben. Und die haben jetzt zum Beispiel schon ein bisschen Sonne. Das ist Playa de Ingles, dann Tablero, Salobre, dann hier links. So. Ja, die sind nicht angespült worden, sondern freigespült.
So, und ich mache mich jetzt wieder auf den Rückweg. Ich würde mal sagen, wir werden heute noch ein bisschen Wolken haben. So, und da kommt auch hinten wieder der Radlader. Also das ist er nicht, das ist das Fahrzeug von der Gemeinde, der den Sand plättet und rächt. Aber die brauchen jetzt hier eine vernünftige Zufahrt. Und ich nehme an, dafür wird der Radlader dann zuständig sein. Oder er fährt erstmal Richtung Playa de Ingles. Und wie schnell? Der überholt rechts, jawohl. So, und nun bricht sie hier durch, die Sonne, mit ein bisschen Verzögerung. Das zweite Wolkenband hier. Ja, und ich sehe dieses obere Wolkenband, das zieht nach links, also versteckt sich die Sonne dann noch mal ein bisschen. Was eben auffällig ist, es ist sehr schräg hier jetzt, also die Schräge, hier ist noch viel Sand weg, die Abrisskante ist nicht höher. Aber man sieht es ganz deutlich, dass auch wieder Sand mit zurückgenommen wurde. So, und da sieht man jetzt ganz deutlich, wenn man schaut, genau auf die Sonne, die untere Wolkenband zieht entweder nach rechts oder das obere nach links, das untere nach rechts. So sieht das aus. Angenehm in dem relativ warmen Wasser zu laufen. So, und weiter geht's. So, und da ist er wieder, unser Einfüßiger. So, er lebt noch, ich kann euch berichten, ihm geht's gut. Trotz seiner Behinderung. Jetzt setzt er sich aber auch richtig ins Bild.
Also, der Vogel hat eine Behinderung, dem fehlen die Zehen von einem Fuß. Aber er kommt damit gut klar, wie ihr seht. Und jetzt will er nicht mehr. Ja, hier ist jetzt der Blick auf Monte Leone noch einmal. Es gibt auf Hahn Besonderheiten, die sollte man auf jeden Fall bedenken. So, die Männer hier von der Charca, die die Charca überwachen, sind auch wieder da. Und ich bin jetzt fast wieder zurück. Ja, und die Paddler oder der Paddler, der kann das richtig gut. Der steht die ganze Zeit. So, und hier seht ihr mal, wie schräg das Ganze ist. Also es fehlt wieder der Sand, der hier angeschwemmt wurde. Hier. Den hat wieder mit weggenommen in dieser Jahreszeit. Ganz normal. Der Blick jetzt hier Richtung Sonne. So, und das ist wohl jetzt dann auch das letzte Wolkenband davor. Unser Thermometer ist auch gleich wieder in Sicht. Ja, wir haben immer noch 16 Grad, 8 Uhr und 39 Minuten. So, und genau um die Zeit kommt jetzt auch die Sonne hier raus. Nochmals die letzten Bilder mit der schönen Spiegelung. Und ich verabschiede mich jetzt auch mit diesen Bildern und sage bis später zur Realität oder wer möchte morgen zum aktuellen Wettervideo. Hasta luego.